Listen! Willkommen wieder zu einem nächsten Paar von Dark Souls Remastered. Das Spiel drückt mir gerade voll die Ohren zu. Aua. Ja. Was hat sich viel geändert? Ja, man sieht schon, neuer Chaos-Feuerball in meinem Besitz und so. Und ich habe auch während des Renderns mal wieder ein bisschen gelevelt. Alles ein bisschen, ja, sagen wir so, ich habe ordentlich gelevelt noch. Dafür habe ich ja genug Zeit gehabt, so pro Part Renderung ja schon 2 Stunden. Und da kann man sich auch mal hier und da mal auch bewegen und dann gute Sachen dann aussuchen und hier und da sein. Und ich kann eigentlich vernünftig rollen. Also ich fühle mich jetzt schon so gut, wohl, dass ich mir mal überlegen werde jetzt, ja. Ich würde sagen, ich würde mir 2 Bosse jetzt hier vorknüpfen. Und zwar möchte ich jetzt erstmal zum Finstermondgrab hin. Warum zum Finstermondgrab? Ja. Es gibt Waffen, an die man gar nicht mehr rankommt. So gesehen. Was so, sagen wir mal so, was heißt Waffen? Eide, ehrlich gesagt, die man nicht voll ausführen kann. Und ja, beispielsweise ist ja dieser Eid ja hier, der von der Finstermond hier. Der Eid. Disciple of the Dark Sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the Dark Moon. Very well. We shall not need speech. Exit here and follow thine own design. So. Wir werden nämlich jetzt hier den Heini hier endgültig egal ausmachen, weil wir brauchen seine Seele. Ich brauche seine Seele. Foolishness. Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of myself. Gwyndolin, thou shalt not go unpunished. Das wird mich jetzt ein unendlicher Pfad, obwohl er ist nicht ganz unendlich. Man, es gibt wirklich eine Grenze da. Das habe ich schon in meinem Video gesehen. Okay, da kann ich die Wand gehen. Neue Ausdauer tut schon mal ihren Belohnung. Mit 2 Händen. Also das 2-mal ausweichen. Gleich habe ich ihn auch schon. Der Boss ist eigentlich, ja, man sieht, ist nicht geradeaus, sondern halt nur gut ausweichen. Beide gucken mich nicht großartig. So, goodbye. Oh, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. Ich brauche leider deine Seele und auch die Errungenschaft. Über Finstersonne Wendelin. Wir haben sie besiegt. Er, sie, es, whatever. 40.000. Oh, nice. Reicht für mich aber nicht für ein nächstes Level ab. Da brauche ich schon ein bisschen viel. Mir auch sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Und wir können uns jetzt hier umschauen. Ich jetzt aber schlage ich nochmal auf die Truhen ein. Ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt mit Truhen. Oh, guck mal hier, den kennen wir noch. Das ist ja die Klamotten von der Feuerhüterin, die da oben wacht. Sonnenlichtschwert. Das Wunder bekommen. Der ist alle. Der Nixe.
Nixesten. Ja, aber ein Boss weniger schon mal, den wir auf der Liste haben. Ich persönlich auch direkt schön. Brauche ich mir nicht keine Gedanken machen. Schauen wir mal eben, was man damit machen kann. Ob wir eventuell mit dieser Seele schon direkt eine neue Weapon basteln könnten. Das ist für mich die Frage der Fragen, die ich mir stelle. Mache ich am besten. Ach, die Schmiede von dem Riesenheini ist da eh in der Nähe. Warte mal, da kann ich auch direkt mal vorbeischauen. Darauf gönne ich mir noch einen Schluck Estus. Schön. Können wir jetzt schön hier hochlaufen, dass wir hier schnell da sind. Aber ich glaube, ich müsste oben nochmal einen Schalter betätigen, damit wir nochmal hochfahren können. Ja, müsste ich. Nochmal aufwärts, bitte. Ne, warte mal. Da müsste ich raus. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht schon eine eventuelle Waffe dafür haben. Aber ich meine, das ist genug sehen. Habe jetzt gerade 40.000. Ich glaube, eventuell können wir direkt auch eine neue Waffe schmieden. Ich habe ja schon die eine oder andere Boss-Szene schon genutzt. Beispielsweise auch jetzt von dem Eisenriesen da, den wir in Sans Festung gelegt hatten. Den habe ich jetzt verbraucht und habe dafür... Ich glaube, mein Schwein pfeift, aber egal. Ich lasse euch. Das noch lasse ich euch am Leben. Lass mich doch mal. Ist das dein Ernst jetzt? Geh wieder aus der Sonne, Junge. Wieder raus. Hey, diese Bodyblocks, ne? Was ich. Brauchst gar nicht so bescheuert gucken. Kannst direkt wieder unten auf die Tatsachen bleiben. Nur genauso, komisches. Dir gleich mal, du recht Dachs. So, Hallöchen. Hm. Hallo, Forge, I can. Strong, I am. Hm. Haben wir zufälliger etwas... Ach, guck mal, wir können auch schon direkt... Finstermond. Zinnbeschleuniger. Dann... Magn... Ja, das... Finstermond... Finstermondbogen, auch cool. Kannst du eigentlich keinen... Kann ich nicht Finstermondschwert von ihm hier kriegen auch, oder? Schwert... Finstermond, Zinnbeschleuniger... Fängt wieder von vorne an. Schleuniger Zauber. Ich kann mir eigentlich die Dinger eigentlich überall kaufen. Aber ich werde mir einen Finstermondbogen, glaube ich, erholen. Wird magisch und hat auch mehr Damage als mein normaler Kurzbogen. Dann mache ich mir ja erstmal den Finstermondbogen. Ich muss ja eh, weil das werde ich privat machen, muss eh noch ein paar Durchläufe machen, um an die anderen Klamotten zu kommen. Weil anders geht es ja leider nicht, um an das eine oder andere zu gelangen. Aber wir haben schon mal wieder eine Bosswaffe mehr in der Tasche. Ich denke mal, dafür braucht man bestimmt wieder den Mondtitanit wieder, um die zu... Ja, den Mondtitanit. Dämonentitanit, natürlich, Dämonentitanit. Warum auch nicht? Die Drachenknochenfaust, das ist ja die, mit der ich ja die bereits erwähnte, den Golem, den Boss in Sans Festung hergestellt habe. Und der Chestus. Ach guck mal, wir haben ein paar große Scherben. Kann ich direkt mal meinen Chestus erweitern. Gut. Genau, denke ich auch manchmal. So. Komm. Ach, direkt die Biege.
Wie viel HP hat er noch? Ist das dein Ernst? Oh Gott. Warum müssen wir eigentlich immer bei meinen Aufnahmen immer so famous? Oh, hast du Schwein gehabt, mein lieber Freund. Aber gleich nicht mehr. Hat er plumps gemacht und unten ist er. Okay, jetzt überlege ich mir meinen nächsten Weg. Ich war ja auch die ganze Zeit so leicht, fange ich an, wieder sehengierig zu werden. Dachte, machst du noch hier den einen anderen NPC platt und so. Aber bringt mir eigentlich gar nichts, weil ich habe ja jetzt die Wendelin ja. Ich hatte ja vergessen, man kann ja einfach so hingehen, ohne extra jetzt die Tochter umzulegen. Den Bogen möchte ich auch gerne noch haben von der Silberette, aber ich weiß leider nicht, wie ich an den Bogen rankomme. Na, ich die Schwanzritter eigentlich, Bogen gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Oh Mann. Das Licht sieht mit meiner Rüstung aus durch Rosten. Apropos Rosten. Och, jetzt bin ich nicht rausgehüpft, weil ich jetzt gerade mit einer Hand gerade am Trinken bin. Apropos. Mir fällt da gerade noch ein, es gibt da noch jemanden, mit dem ich ein Hühnchen zu ruppen habe hier. Im Game. Das wäre jetzt noch, ich würde gerne nochmal zum Feuerband schreien, teleportieren. Ja, mir fehlt übrigens noch eine Glut. Ich brauche noch die Chaos-Glut. Die habe ich noch nicht gefunden. Ich muss mal schauen, wo ich die nochmal zu finden gab. Aber erstmal mache ich eine Runde Parkour wieder hier. Na, hi. Gehe mal hier und da. Pardon. Von den kleinen Rülpser jetzt mitgekriegt hat. Das war die Kohlensäure. Richtig freche Kohlensäure. Ach, shit. War jetzt überlegt von mir, der Move. Aber egal, dafür kommt ja die andere Plattform jetzt runter. Ja, ganz direkt. War das? So, jetzt machen wir noch eine Runde Parkour hier. Und zwar müssen wir kurz da drauf. Ich muss mich von Mr. Crow mal kurz mal wieder rüber zum Knast tragen lassen. Aber es gibt da noch einen Ort, den ich noch nicht besucht habe. Und zwar. Ja, da werde ich euch jetzt zeigen. Jetzt muss ich mal kurz mal wieder hier. Das Ei spielen. Oh yeah. So, und dann lassen wir uns hier wieder zurückschicken, wo wir damals angefangen haben. Es existiert nämlich noch einen Boss, den wir nämlich nicht gemacht haben. Ein Boss ist hier noch. Ich muss mal das Empfangskomitee hier noch guten Tag sagen. Lol, ich habe die andere Leiche weggeworfen, irgendwie weggeschmissen. Ich jetzt hier gerollt habe oder was? Kann man die hochschmeißen? Lololol. Das sieht manchmal lustig aus. So, ich habe 20 Estos hier. Hab's eigentlich noch hier Schwarzritter noch hier zu bekämpfen? Frage ich mich. Ah, warte mal. Hier sind noch ein paar kleine Nervgestalten, die ich gerne ausschalten möchte. Auf wen ich es abgesehen habe, den möchte ich euch gerne mal zeigen, persönlich. Könnte ich euch mal eben zeigen, wenn ich meine.
zwar... Moment, ich zeige euch mal hin. Das ist hier... Warte mal. Ja, der Knödel da. Wer ist das? Der Heini. Der Typ da steht unserer Weltherrschaft noch im Weg. Aber der ist... Ne? Den sollte man nicht unterschätzen. Der ist ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen gemeiner als alle anderen Dämonen, die wir jetzt bis jetzt begegnet sind. Weil er macht mich sehr gerne... Auch hier diese eklige Flächenschaden-Moves. Ich weiß jetzt nicht mal, ob auch die Arschbombe auch mit dabei war. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr, sehr nervtötend. Also bereitet euch schon mal vor, dass ich eventuell wieder ein bisschen fluchen werde hier. Schon mal ein bisschen vorbereitet seid, auch mit euren Öhrchen. Weil ich euch nicht so sehr unbeabsichtigt um mir anbrüllen lässt. Mein Frust geht an ihn. So, wie kommen wir an ihn? Ja, deswegen habe ich ja damals gesagt, bei einer Parts, wo ich hier zurückgekehrt bin, weil ich ja hier... Wenn die Puppe ja nochmal brauchte und hier ein paar Schwarzritter waren, wo man auch die Möglichkeit bekam, ja nochmal die Schwarzritter-Schwert zu kriegen. So, ja. Das ist ganz einfach zu begrüßen. Ist einfach hier. Laufen einfach hier. Weil irgendwo ist ja ein kaputtes. Und da ist er. Der Ritter-Dämon. Ja, der ist nämlich ganz gemein. Und ich streffe nicht. Und ich mache ganz schön wenig Schaden. Warum habe ich jetzt... Ach, ich... Oh mein Gott, ich sehe jetzt gerade, das war meine HP. Die ist auch gerade wieder runtergegangen. Ich möchte kurz mal meinen Helm aufpumpen. Den meinte ich nämlich. Den Move meinte ich. Moment kurz. Oh, den Move hasse ich von dem. Das meine ich, den Move hier. Den macht er nämlich auch gerne. Ich muss mir jetzt noch die Nase kratzen mitten beim Fight. Das ist jetzt genau das, was ich brauche. Aufpassen auf die Arschbombe. Vielleicht direkt noch eine Zwiebel. Der hat aber ganz schön viel aus. Da muss man dem lassen. Ich muss genau achten, was für Moves der macht. Aufpassen, Arschbombe wieder. Oh. Achten, wie er zuschlägt. Da kann ich wieder angreifen. Oh, oder auch nicht. Ich habe jetzt nicht genau geachtet, wie er zugeschlagen mit seinem dreckigen, nervigen Stab. Da macht er wieder den. Mal kurz den Popo gepiekst. Da macht er wieder den Doppelmove. Ah, jetzt macht er wieder den. Wenn ich mal das Kind auf den Hinter zu klatschen. Ja, snap auf your booty, wa? Ja, komm her. Da haben wir gleich. Und nochmal volle Power hinein. Ja, super. Ja, wartet mal, was nicht passiert ist. Genau. Er sollte den Sprungjump wieder machen. Jetzt muss ich aufpassen, wie er wieder zuschlägt. Achtung, er macht das wieder. So, jetzt goodbye. Immer noch nicht. Jetzt aber. Zur Menschlichkeit für uns. Wunderbar. Graue Scholle. Ich bin happy am Grenzen gerade. Wisst ihr warum? Ich kann jetzt eigentlich mein Schwert auf Maximum setzen. Das werden wir jetzt auch machen. Aber so was von meiner lieber Leute. Holla die Waldfee. Deswegen werde ich jetzt direkt von hier aus rüber zu den lieben André rüber sausen. Ich mal gucken, wie kommt man denn hier raus hier. Ach, hier oben. Bescheid.
Eine der seltensten Materialien überhaupt, die man hier kriegt. Man kann sie erfahren, aber mit sehr gut Glück, muss ich sagen. Und zwar bei Neulando kriegt man die. Ja, wir gehen jetzt erstmal zur Gemeinde der Untoten. Gut, da, los da. Grinsend laufe ich runter zu meinem Lieblingsschmiedi-Boy. Hallo, meine Freund André. Hallöchen. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ja, das kannst du wohl auch sagen, denn ich will jetzt mein Großschwert endlich auf das Maximum hämmern. Großschwert plus 15 und meine Errungenschaft hiermit annehmen. Stärkste Waffe. Ja, ich habe Artorias Waffe schon längst, halt, wie man sieht, auch schon verbraucht. Ich habe daraus das Abgrund-Großschwert gemacht. Aber ich sehe auch den Mondtitanit haben wir auch gerade wieder. Mach ich da rein, so. Gut. Kommen wir gut voran hier, ne? Kann ich sonst noch was hier schon wieder verstärken? Ne. Rüstung. Technisch glaube ich auch nichts. Ich muss mal wieder. Ja. Dazu möchte ich auch noch euch kurz noch was zeigen. Genau. Ihr wundert euch jetzt, wie ich an Artorias Klamotten gekommen bin. Und Helm der Gunst. Ja. Die findet man übrigens da an der Kammer der Prinzessin. Hat mal kurz die Fresse. Das zeige ich euch ganz kurz, bevor ich diesen Part beende. Gut, dafür darüber nochmal kurz reden. Die Rüstung der Gunst, die erhaltet ihr hier, wie gesagt, hier bei der Kammer der Prinzessin. Also nicht direkt bei ihr, sondern da hinten liegt der. Da hinten liegt ein Leichnam, das ist glaube ich von unserem Freund hier, dem wir einen auf die Nuss gegeben haben. Und da können wir die komplette Rüstung nehmen und ihr erinnert euch ja bestimmt an den Knallfrosch, den wir da unten in den Tiefen da gesehen haben, da wo die ganzen Ratten und so sind, wo wir unbedingt den Rostring brauchen, da für das Wasser. So, der Heini hat sich verzogen und sitzt jetzt da oben. Da hinten, da sitzt der jetzt. Bei dem könnt ihr gewisse Bossrüstungen kaufen, die auch, also jeden Boss, den wir besiegt haben, können wir bei ihm dann später erstatten. Deswegen habe ich jetzt auch die Artorias-Rüstung. Können dann auch ordentlich richtig voll motherfucking easy geil abgehen. Weil irgendwie auch Cosplay machen. Artorias-Rüstung trage ich halt auch mal gern für mich, weil die ist einfach nice. Ich mag die Artorias-Rüstung. Ich kann es euch ja mal kurz jetzt zeigen. Auch so, wenn ihr so neugierig seid, ihr kleinen Schmörmels. So, haben wir hier die Gamaschen. Hier sind nochmal die Stulpen. Da und hier. Schon sind wir Artorias. Man kann auch sehen jetzt hier, wie der Helm so gebaut ist hier. Kann man sein Gesicht hier durchsehen. So war er aufgebaut. Ja. Ist aber halt auch ramponiert entsprechend, deswegen sieht sie nicht so sauber aus, wie man es sonst denkt. Aber sieht übelst nice aus. Ach ja, und ein kleiner Insider, euch noch so vertraut zu machen. War es dieses Schwert? Nein, ich glaube, das war was denn jetzt das Schwert von ihm? Da. Das Abgrund-Großschwert übrigens. Das ist hier weg hier. Macht jetzt auch besondere Fähigkeiten. Ja? Ja. Ich freue mich schon. Ja, ich will jetzt nichts mehr verraten. Weil diesen Move feiere ich übelst. Ich feiere diesen Move. Ich glaube. Na, warte, ich muss mich so machen. Ja, mach doch einen auf Link hier. Mach den Wirbelangriff. Ist auch schon eine nice Waffe.
Weil, ja gut, ich könnte jetzt so rumlaufen. Macht doch übelst geilen Move. Ich feiere diesen Move einfach nur. Diesen. Ich gehe aber stark von aus, der macht auch übelsten Schaden. Deswegen würde ich ihn mal kurz mal testen bei einem. Kommt mal da auch mehr, ihr Naps. Sag mal. Eine musste mal von euch der Versuchskaninchen hier spielen. Ja, macht ordentlich Damage. Was ist sowas von? Da kriegt es Kopfschmerzen hoch hin. Ja, hat schon Fun, so mit niederzuschmettern. Okay. Würde mal sagen, hiermit bin ich jetzt den Part. Ist auch ganz gut gelaufen. Fast ein halbes Stündchen. Das ist doch, wird ja nicht so lange dauern beim Rendern. Würde sagen, beim nächsten Part, ich guck mal, was wir da machen dann. Ich glaube, da gibt es noch die ein oder anderen Dinge, die ich noch. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt auch gleich hingehe, auf Screen. Und dann werden wir uns an diesem gewissen Ort dann wiedersehen. Aber natürlich in meinen normalen Klamotten. Bis zum nächsten Part. Bye, bye.